ist die Mauer? Nö, müsste ich neu machen. Ja, das ist sogar noch besser. Dann kann ich nämlich einen Teil davon nur kopieren. Das heißt, ich mache jetzt mal hier dicht. Ne, ein weiter runter noch. So. Boah, ein Baum ist im Weg, dass ich keine Steine reinschmeißen darf in den See. Das ist ein bisschen komisch. So. Zu. So. Dann gucken wir, wie es mit dem Muster passt. Und je nachdem machen wir entweder hier links irgendwo zu oder ein bisschen weiter unten. Jetzt müssten die Bäume aber erstmal weg. Ich muss die Substations weiter nach da ziehen. Und ich muss da Licht hinbappen, weil ich sehe jetzt fast gar nichts gerade. Und ich habe keine Lampen. Also Baulampen. Gute Idee. Substation. Du weg. So. Ja, doch. Geht soweit sehr gut auf. Das heißt, wir könnten dann hier eine Pumpe. Habe ich Pumpen dabei zufällig? So ganz zufällig? Nee. Aber ich kann faken, als wenn ich eine dabei hätte. Also hier unten wäre die Pumpe. Hier wäre das Liquid-Ding. Hier wären die Boiler. Und hier hinten dran dann irgendwann. So. Hier hinten dran dann die. Passt super. Und dann können hier 3, 4 ein paar von in Reihe. Und dann spiegeln wir das Ganze an der Achse hier nach unten, damit da unten nochmal so viele Engine drin sind. Und dann reicht das hoffentlich mit der Stromversorgung her für die ultra vielen neuen Türme, die ich gerade setze. Also nicht so krass wie vor einer Staffel, wo wir dann quasi durchgehend eine Mauer hatten aus Lasertürmen, die teilweise auch 2 Felder dick war. Das war schon dick übertrieben. Aber so würde das gehen. Aber so geht das nicht, ne? Moment mal, warum kann ich nicht so nah bauen? Also vorher hatten wir immer noch einen Platz frei dazwischen. Bei unserer jetzigen Anlage. Warum ging das nicht? Wegen der Befüllung. Stimmt. Ja. Ja, ich mach das wie hier. Also nimm bitte ein leeres Blueprint. Kopiere das hier. Gucken wir mal, was von der Größe her hinhaut. Jupp. Und setz es dann da oben hin. Es wird eine Menge fehlen. Das werde ich wahrscheinlich herstellen müssen. Du könntest schon mal nichts bauen. Klau dir irgendwo Steine. Oh, stimmt. Steine und Sand. Das war so ein Ding, was ich zwischendurch auch von Hand... Genau, wir haben keine Steine mehr. Du stell bitte her Steinwasser. Gut. Du. So. Steinwasser, Steinwasser. Steinwasser, Steinwasser. Kommen wir jetzt ein bisschen was an Stein jetzt rein, das ist gut. Du hast schon Steinwasser. Ah, du hast aber noch keine Kiste. Bitteschön. So, Sand ist viel zu wenig. Das haben wir vor kurzem jetzt abgeholt. Ist okay. Da unten könnte ich alles auch noch auf Steine umstellen, aber ich denke, das könnte jetzt schon fast reichen. Vor allem auch die Kiste da hinten. Gib mir. Ich hätte das direkt aus der Kiste nehmen sollen. Was fehlt jetzt? 160 für einen. Okay, ich stelle es unten auch noch um. Das wird jetzt die Roboter wieder ein bisschen ärgern, weil die so viel rumlaufen müssen. Aber ist dann halt so. Habe ich nicht gerade das auf Shift-Links-Klick gehabt? Du. Stein. Shift-Rechts, Shift-Links. Shift-Links, Shift-Links. Ah, da kommt sie, okay. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Falsch. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Nimm das mit. So. Das sollte reichen an Steinen. Und ich muss einfach warten, bis mein Inventar automatisch befüllt wird. Mit 400 Steinen.
wenn ich hier in der Nähe bin. Hatten wir irgendwo Holz? Genau, hier. Mach Holz. Zack. Können wir damit irgendwas anfangen? Diese Mittelteile hier bauen zum Beispiel. Braucht Iron Blade. Iron Blade braucht keine Holzblades, nö. Das Ding braucht ein Item Exit. Ein Item Exit braucht ein Basic Item Exit. Das braucht eine Wooden Chest. Eine Wooden Chest braucht Wood. Ja, dann bauen wir. Nein! Das waren Large Wooden Chests. Nimm bitte mehr Holz. Bau bitte 51 normale Wooden Chests. So. Damit wir genug haben für die Item Exits. Was ist mit Frames? Brauchen wir für die guten Frames die alten Frames? Ja, brauchen wir. Nimm bitte 10 Frames. Advanced Frame, Item Exit, Advanced Rotor. Ich bereite jetzt nur schon mal die Sachen vor für später den 5er Drill. Wir brauchten, glaube ich, noch einen Advanced Rotor. Wir brauchten so ein Exit. Mach mal, ist okay. Licht habe ich inzwischen. Ich habe noch einen Roboport. Ich habe noch die Substations. Ich habe einen Stack voll Lasertürme. Und die Roboter hatten jetzt eigentlich genug Zeit, die ganzen Sachen hier wegzumachen. Mhm. Warte mal. Da. Da. Gib ihm. Ja, sieht doch super aus hier. Also ein bisschen dunkel, ja, aber die Roboter haben ganze Arbeit geleistet. Keine Bäume mehr im Weg. Vielleicht finden wir so noch ein paar Ressourcen. Wie Gold, was ich immer noch nicht brauche. Was ich echt schade finde. Ich mag Gold abbauen in jedem Spiel. Aber ich weiß noch nicht, ob das hier wirklich drin ist. Also ja, es gibt die Goldtürme. Da. Aber die Goldtürme brauchen kein Gold. Skandal. Du. Ja, hier ist alles zappenduster. Mehr Licht. So. Abdeckung, Abdeckung. Hier, du weg. Weg, alter Turm weg, komische Holzreste weg. Ist gleich viel angenehmer zu bauen. So, jetzt baue das bitte hoch bis zu dem Ende unserer Verteidigungsanlagen, was gleich kommen sollte. So. Hier müssen überall noch Mauern hin. Das kriegen wir, kriegen wir. Vorher brauchen wir allerdings den da noch. So, ein, zwei Abstand hier rüber. Und dann hoffe ich mal, dass den Roboport, den ich jetzt gleich setzen werde, dass der der letzte ist. Und der bis da oben eine Abdeckung hat. Hat er natürlich nicht. Da fehlt ein Fitzelchen. Ich hab noch einen? Was? Oh. Okay, ich hab nichts gesagt. Mach bitte Licht. Setz da oben den letzten Roboport und dann es ist Zeit, Lasertürme zu setzen. Und ich bin echt froh, dass die Basen so kulant sind. Also, dass die hier, die inzwischen schon überrollt wurde von dem Smog, nicht angreift. Und die auch nicht. Die ist ja auch schon am Schnüffeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt einfach warten. Die warten jetzt, bis König Spucker kommen, die meine tollen, tollen, teuren Türme one-hitten können. Und selber nicht zerstört werden können. Und greifen dann erst an. Das wäre passend, ja. Eins, zwei. Oh, es könnte aufgehen. Jo, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, Osten fertig abgedeckt mit Strom und mit Roboports. Das heißt, jetzt geht es nur noch darum, Türme zu bauen. Und dann die Mauer ist außen. So, weg, 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 weg. Mauer. Vierer Mauer. Nein. Mist. Genau, zwei Abstand war das nur.
Ja, ich glaube, das wird eine Sechsermauer jetzt. Es schadet nicht. Haben wahrscheinlich nicht genug Sand. Ja, hier. Also haben wir jetzt Stellen, wo 5er-Mauern sind, und wir haben Stellen, wo eine Steinermauer ist. Steinmauer. Nicht Steiner. Hab so viele Battletech-Romane gelesen. Du. Da. So. Jetzt könnt ihr also versuchen, das aufzufüllen. Ich sehe hier schon 431 Mal die Ansage, dass nicht genug Dinge da sind. Die Dinge werden dann wahrscheinlich die... Alles weg. Werden die Sandsackmauern sein. Das heißt, ich schmeiße jetzt meinen Sand hier in die eine Fabrik und hoffe, dass es dann daran liegt. Und da machen wir gleich weiter. Mit der Stromversorgung. Genau, gib mir Zeug. Dafür gebe ich euch Zeug. Doch, du bist immer noch am Arbeiten. Das sind jede Menge Mauern. Sehr komisch. Warum setzt ihr sie dann nicht? Weil ihr zu wenig seid, hm? Ja, wird gerade abgeholt. Okay, das heißt, wenn ich jetzt am Ende der nächsten Folge mal wieder nachgucke da im Osten, dann müssten die meisten Mauern davon stehen, denke ich mal. So, du bist erforscht. Ich brauche jetzt noch ganz viel anderes Gedöns. Dafür brauche ich die hier. 475. Lässt sich nicht ändern. Mach mal. So, die Blaupause von der Anlage hier habe ich. Stein habe ich inzwischen auch. Den bau mal Liquid-Händler. Bau davon mal ein paar. Bau davon noch mehr. Und schmeiß das dann bitte alles. Oh, warte mal. Hier kann ich ein bisschen was abkürzen. Indem ich mir die Rotorblätter schnappe. Genau dafür hatte ich die Fabrik nämlich, glaube ich, mal gebaut. Und die hier. Und die hier. Damit ich nicht immer so viele Zwischenschritte hier drin machen muss. Genau, bau 15 davon, ein paar und davon ein Stack, zwei Stacks, so, also zwei, fünfer Stack-Schritte, so. Ja, du bist für später. Kupfer kommt weniger an als bis vor kurzem, weil du leer bist und weil hier nur ein einziger Drill arbeitet. Ja, das könnte das Ganze erklären. Deswegen bappen wir da jetzt mal. So. Da noch einen hin. Da noch einen hin. Klick, klick. Jo, mach mal. Smog ist jetzt zwar nicht mehr so wirklich ein Thema. Warum habe ich dann Kondensator auf dem Boden schwimmen? Smog ist nicht mehr wirklich ein Thema. Ich habe jetzt nur die Effektivitätsdinge reingepackt zum Stromsparen. Nicht wirklich für die Smog-Reduzierung. Also, Kupfer ist ausgelastet. Hier am besten sieht es sicher aus wie nie. Gut, gut. Hier könnten wir auch noch eine riesige Stromanlage hinbauen. Aber erstmal gucken, wie die sich hält. Und erstmal auch gucken, wie die Dinger später abgehen, wenn wir die auf MK2, MK3 hochgestuft haben. Auch wenn das irgendwie gefühlt noch lange hin ist. Ich weiß nicht, die höheren MK-Stufen in der neuen Ditec-Version hier sind ziemlich garstig. Ja, okay, zwei Felder weniger. Und das da oben muss alles weg. Das hier muss alles weg. So, genau, Blueprint nochmal nehmen, nur zwei Felder weniger diesmal. Das heißt, Rechtsklick, Linksklick, hier oben anpacken, so rüberziehen. Genau. Und dann einfach da oben hinbappen und hoffen, dass wir schnell genug die Ressourcen rankriegen, damit das auch aufgefüllt wird, weil sonst diese Dinger verschwinden. Aber dann kann ich die neue Blaupause einfach rüberbappen, das ist okay. Kann ich dich hier jetzt schon setzen? Also erstmal geht es nicht so schön auf mit den Stromdingern. Aber das ist dann halt so. Ich glaube, ich bapp dich eher hier hin. Ja, kann ich nicht wegen
mir. So, könnte ich jetzt theoretisch sitzen, wenn die Bäume nicht da wären. Jungs, könnt ihr euch mal beeilen, die Bäume wegmachen? Das wäre echt entgegen... Warum seid ihr so langsam? Warum? Energy 0 Joule. Krieg ich ja ganz schön übelst. Warum habt ihr euch unterwegs nicht aufgeladen? Okay, mein Fehler, weil es liegt wahrscheinlich daran, dass sie nicht der Spur von Robopods quasi folgen. Sondern sie sind einfach hier hinten losgeflogen und haben den kürzesten Weg genommen. Aber auf dem kürzesten Weg ist keine Tankstelle für die. Deswegen kriechen die hier die letzten Meter hin und dann nuckeln sie genüsslich an dem Robopod hier. Bevor sie weiterfliegen und das da machen. Na gut, helfe ich denen ein bisschen. Oh, warte. So. Bau mehr Giftkapseln. So. Sehr gut. Oder auch nicht. Nimm die Blaupause. Setz die Blaupause dahin. So. Jetzt schnappe ich mir eine Kiste. Tu sie. Oh Mist. Das ist jetzt... Doch, gebaut werden müsste es, aber es ist nicht im Abholbereich. Also die Kisten werden später nicht befüllt. Das ist für mich noch okay. Also tu bitte das da rein, das und das da rein. Die schon mal da rein. Die müssen jetzt alle gesetzt werden. Eigentlich. Die lassen wir mal frei. Schilde können wir einbauen, ja. Batterien immer gerne. Die setzen wir hier unten hin. Krieg. Ich sollte Skynet umbauen auf die anderen Roboter. Oder einfach hier jetzt auch so eine Spur machen aus Roboports. Also in die Richtung weiter würde sich, glaube ich, anbieten. Damit die Roboter zwischen da oben und hier unten eine Tankstation haben. Und nee, gib mir nicht noch mehr Aufträge. Ist erstmal okay. Das heißt, wir werden die nächsten Folgen darauf achten, dass das hier gebaut wird. In der Vorahnung, dass wir sehr, sehr viel Strom brauchen werden. Das Ding sollte ich zwischenzeitlich auch mal leeren. Nicht, dass es zerstört wird und wir alles verlieren. Das wäre schade ums Zink. Und dann harren wir eigentlich erstmal aus. Also ich bin momentan wieder etwas defensiver geworden. Weil ich bang doch ein wenig um die aktuelle Welt. Wenn wir jetzt nämlich einen richtigen Angriff haben und ich nicht so defensiv vorgehe, dann sind wir platt. Dann waren die letzten Folgen alle für die Katz und wir sind dann permanent tot. Also ja, theoretisch könnte man safe scammen und dann so oft neu laden, bis die Basis überlebt, aber das fände ich doof. Also ja, ich lade ab und an neu, aber das ist dann nicht die Basis ist komplett tot, sondern nur ich. Das kann ich irgendwie noch vertreten. Aber ne, wenn die Basis überrannt werden würde, dann wäre es nicht so schön. Ja, deswegen momentan etwas vorsichtiger. Die Basis ausbauen, dass wir mehr Strom haben, mehr Verteidigungstürme und dann warten, bis die Angriffswellen kommen. Denn wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich finde es total komisch, dass da nichts kommt. In der letzten Staffel sind die richtig abgegangen. Aber gut, da haben sie von vornherein auch geschnüffelt. Es kann gut sein, dass die irgendwie so einen internen Timer haben. Also, dass wenn sie anfangen zu schnüffeln, mutieren sie schon mal. Aber erst wenn sie, keine Ahnung, eine Stunde lang durchgehend Smog bekommen haben, schicken sie eine erste Test-Angriffsparty los. Wenn die dann eine Basis von mir findet, dann merkt sich die Basis das und schickt dann nach und nach immer schneller diese Angriffspartys los und dann ist es irgendwann ein Dauerangriff. Das könnte ich mir vorstellen. Werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen erfahren. Bis gleich.